Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem. Sega. Doble Fine. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Sergeant Rumpel. Wir spielen The Cave, auch wenn wir den Titel jetzt gerade noch nicht sehen. Ich werde mal ganz kurz hier ein neues Spiel starten und danach nochmal ein bisschen Willkommens-Talk machen. Ja, ich bin sicher. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Jawohl, hier sind unsere sieben Charaktere. Drei davon werden wir spielen können. The Cave, ein Adventure von Double Fine. Die bestimmt einigen von euch schon ein Begriff sind. Leider gibt es da keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur die englische mit deutschen Untertiteln. Ich hatte ja wahrscheinlich sogar an diesem Tag, heute genau, wo ihr dieses Video seht, wo dieses Video rauskommt, habe ich in meinem Parallel-Let's Play Blades of Time, das etwas actionlastiger ist, auch erwähnt, dass ich hier ein Kontrastprogramm schaffen möchte. Und zwar gibt es hier ein Adventure, ein Rätsel-Adventure, das wir gemeinsam durchspielen werden. Und eben Double Fine sind ja bekannt dafür, sich sehr detailverliebt um die Story und um die Charakter zu kümmern. Und da bin ich extrem gespannt drauf. Ich habe das Spiel ja schon mal in den Stream gebracht, in den Livestream mit Gronkh und Sarazar, wo die beiden auch das erste Rätsel, was wir jetzt heute auch sehen werden, gespielt haben. Insofern den ersten Stück des Weges, das erste Stück des Weges, das kennen wir schon so ein bisschen, oder ich zumindest. Und ich glaube aber, dass sich das lohnt, hier weiter mit reinzugucken, denn die Charaktere und die Animationen sind schon mal extrem gut. Wenn man sich einfach mal den kleinen Ritter anguckt, links, wie der etwas perplex nach links und rechts guckt, ist das schon mal sehr super. Ich finde auch das Design schon mal gefällt mir hervorragend gut. Wir gucken mal, was so diese Charaktere eigentlich überhaupt alle so können. The Time Traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. Also, das, was wir hier hören, derjenige jetzt für die, die vielleicht jetzt nicht so schnell gelesen haben oder die dem Englischen nicht so mächtig sind, wir werden gerade von einer sprechenden Höhle angesprochen und die erklärt uns die verschiedenen Charaktere. Sie hier ist eine Zeitreisende, die anscheinend irgendetwas wieder gut machen muss, was in der Zukunft geschehen ist. Na, wir werden sehen. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind and 100 million lives hang in the balance. Die Wissenschaftlerin ist verantwortlich für eine ganze Million von Menschenleben. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure. But not necessarily in that order. Schätze und Einstecher, so wie es aussieht. Auf der Suche danach ist sie. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Oh, die zwei Zwillinge. Weiß man ja schon seit Shining, dass Zwillinge ganz fiese Sachen sind. Sein können. Nicht alle, natürlich. Ah, the monk. He seeks his master, so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment.
and murder. I'm sorry. Hier sieht man schon wieder den Humor von Double Fine. Sehr gut. The knight, he is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Tja, Excalibur, da ist er hinterher. Und jetzt haben wir noch den Humpty Dumpty, den... The hillbilly. On this fine night, he searches for his true love, but does desire burn too brightly in his heart. So, wir können uns jetzt drei davon aussuchen. Wir können mit allen rumlaufen schon mal. Und ich habe auch schon rausgefunden, hier kann man irgendwie eine spezielle Fähigkeit, die wird wahrscheinlich noch später erklärt, ausführen. Hier, die Zeitreisende kann sich teleportieren oder so ähnlich. Ja, das sieht so aus. Was haben wir noch hier? Sie kann irgendwas berechnen. Und was macht sie? Oh, sie schwingt ihren Haken. Dann gucken wir nochmal kurz an, was kann die hier so? Oh, sie werden zu Drillingen. Das ist ja sehr mysteriös. Unsere Charakter, die haben es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Huch. So, was ist mit den Zwillingen los eigentlich? Die hören ja überhaupt gar nicht mehr auf. So. Was können wir hier noch hier? Okay. Also, wir müssen uns mal entscheiden. Ich werde jetzt mal erstmal hier ganz kurz, das weiß ich noch aus dem Livestream. Hier müssen wir nämlich das Brecheisen mitnehmen. So, das muss ich auch noch hier, der X-Button. Ich spiele wieder mit meinem Gamepad, um hier die lausige Barrikade mal wegzumachen. Draußen bleiben. Das machen wir doch gerne. Zack. Ich finde den Ritter gut. Außerdem passt das zu Chivalry, deshalb nehme ich mal den Ritter auf jeden Fall mit und laufe erstmal in die erste... Hier sind wir direkt schon die Gräber, die Massengräber unter unserem Weg. Und Glühwürmchen hinten. Es ist wunderschön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Auch die Animationen gefallen mir sehr gut. Ich bin extrem gespannt, wie sich diese ganzen Fähigkeiten später auswirken werden. Denn soweit ich das gelesen habe, hat jeder dieser Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten. Oh, müssen wir noch rausfinden. Nein, das nehmen wir mal mit. Hier. Ah. Hat unterschiedliche Fähigkeiten, die dann später im Spiel irgendwie angewendet werden können. Aber man kann ja nur drei von den Charakteren mitnehmen. Das heißt, insgesamt vier Fähigkeiten wird man nicht zur Verfügung haben. Das bedeutet wiederum... Ums. You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than two people. Also, more than two people, das heißt, wir können drei auswählen und das Schild, das sagt uns ja auch alles. Da gehen wir mal zurück. So, wen nehmen wir denn jetzt? Hillbilly, Abenteurerin, Wissenschaftlerin, Zwillinge, der Mönch. Den Mönch finde ich ja irgendwie lustig. Hier kann man ganz langsam gehen oder sehr schnell gehen. So. So, was meint ihr denn jetzt? Hillbilly oder Mönch? Oder Zwillinge? Ne, Zwillinge bin ich jetzt irgendwie nicht so hinterher. Eine Frau auf jeden Fall auch noch. Huch, nein. So. Aber nicht die, ach nee, die Zeitreisende nicht, glaube ich. Na, ich nehme lieber die Wissenschaftlerin. Die Wissenschaftlerin, ach. Noch ein bisschen hier lernen, mit den Controls umzugehen. Die Wissenschaftlerin, ich nenne sie mal, Lisbeth. Lisbeth, die Wissenschaftlerin. Oder die Zahnarzthelferin. Sieht auch so ein bisschen aus. Jetzt gebe ich dir mal allen Namen. Die haben ja noch keine. Ritter ist Kunibert, auf jeden Fall. Und hier kommt Lisbeth. Lisbeth und Kunibert hatten früher mal was miteinander. Aber... Careful. If that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Ja, das, who am I kidding? Das wissen wir doch. Wir wollen ja, dass sie bricht. Jedenfalls waren die mal ein paar, aber da Kunibert ständig seinen eisernen Lendenschurz getragen hat, hatte Lisbeth irgendwann keinen Bock mehr. So, jetzt steht eigentlich nur noch die Auswahl zwischen Hillbilly und Mönch. Und hier, Fri Nepal. Ich mach mal hier den Mönch, den Fri Burma. Ich mach mal hier mit dem Buddhismus. Als Zeichen der Unterstützung der Tibeter. So, jetzt haben wir sie alle durch.
Überall sind die Mönche. Und Rums in Gefahr. Und hier sind unsere drei Charaktere in Gefahr. Aber die Wissenschaftlerin, beziehungsweise unsere Lisbeth, die war die coolste von allen. So, wir kraxeln mal nach oben. Ich hole mal die anderen auch raus, sonst rostet der Kunibert noch. Das kann man ja nicht machen. Und Lisbeth. Achso, ich muss jetzt nach oben. Ab jetzt habe ich festgefertigte hier Auswahlmöglichkeiten. Oben, links, rechts. So, da weint jemand, da muss mal unsere feinfühlige Lisbeth hin. Ja, was ist denn los? So, kann ich jetzt mit dem reden? Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Also, die Höhle ist zu, weil wir keine Sachen zu verkaufen haben in unserem Geschenkeladen. Das geht natürlich nicht. Wir können die Höhle nicht aufmachen, ohne irgendwelche Tourismus-Goodies verkaufen zu können. So. Oh, the humanity. I'll never be the same. Some things you can't unsee. What am I gonna do now? So, was ist denn hier? Eine Postkarte. Das ist doch schon mal was. Das kann man doch verkaufen. Hier, was ist mit der Postkarte? I can't lose my job. I need the health insurance. Tja. You know, there is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Also super animiert auf jeden Fall das ganze Ding. So, kann ich dir jetzt eigentlich schon die Postkarte geben? Put that back where you found it. Oh, Entschuldigung. Down here in the cave gift shop, we prosecute shoplifters to the fullest extent of the law and then some. It usually involves beatings and reading poetry. Das wollen wir natürlich alle nicht, dass uns dann auch Gedichte vorgelesen werden. So, ich springe mal mit dem schweren Schlüssel ins Wasser und mach mal hier nur für Angestellte auf. Rums! Alter Schwede! He is a funny little man, isn't he? Definitiv. I should probably fire him. Was? I think he's dipping into the till. So, die Cave spricht weiter mit uns. So, Fledermäuse, können wir nicht mitnehmen. Und wir laufen mal weiter. Ah, guck mal, da sind die anderen zwei auch noch. Sehr gut, dass sie von selber mitkommen. Finde ich sehr gut. Ich dachte, jetzt müsste ich hier mit allen nochmal weiterlaufen. So, dann dieses Rätsel kenne ich ja noch so einigermaßen. Wir müssen hier den Sicherungskasten wieder auf Vordermann bringen. Und dann müssen wir noch hier den Hebel... Oh. So, den Hebel. Und dann nehme ich mal den Mönch. Und, achso, ich muss runterlaufen natürlich. Und kann hier runterspringen. Nein. So. Und hier den Hebel betätigen. Ah, nein. Und hier sind wir mit dem Ritter unterwegs. Der Kunibert, der darf als erster durch die Tür durch. So. Und nicht darunter fallen. Nein! No dying in the cave. Ach, Gott sei Dank. At least not this soon. So much left for them to learn. Hier ist eine nette Höhle, ist das insgesamt, ne? So. Jetzt müsste es offen sein. Jetzt kann ich auch mit den anderen durchgehen. Brauche ich vielleicht noch gar nicht. Ich nehme mal den Mönch und laufe ein bisschen weiter. Und hier kennen wir das ja schon. Beziehungsweise ich kenne das schon. Ich zeige euch das mal. Ist nämlich auch echt cool animiert. Ding, ding. Ich kann mal aus meiner Erfahrung sagen, das, was hier sehr gut animiert ist, ne, was man oft bei anderen Spielen nicht sieht oder nicht kennt,
Das, also ich meine jetzt die Animatoren wissen das nicht. Das ist, dass Sachen schnell gemacht sind. Also die haben so einen gewissen, ja wie soll ich sagen, cartoonischen Bewegungsrhythmus. Oh, und hier muss ich jetzt erstmal mit dem Brecheisen loslaufen. Das heißt, wenn ihr selbst mal animieren wollt oder so und wenn da irgendwie so, also oft machen Leute den Fehler, dass Sachen zu langsam sind und dann bewegen sich die Charaktere so, wie wenn sie unter Wasser wären oder wenn sie irgendwie ankämpfen müssten gegen Klebstoff oder sowas. Und ja, das ist hier auf gar keinen Fall der Fall. Hier haben sie es richtig gut gemacht, finde ich. Ich meine, allein wie dieses Monster da erschrocken hochspringt und dann verwundert guckt, das ist einfach super. Ist auch ein Spiel, das dem Mad Eye gut gefallen würde. Bin ich mir ziemlich sicher. Halt, jetzt bin ich falsch. So, jetzt habe ich gerade hier gerade einen Absturz gehabt, deshalb muss ich jetzt hier nochmal laden. Aber wir sind genau an derselben Stelle angelangt. Insofern, für euch war es nichts weiter als ein kleiner Ruckler und für mich ein Absturz. So, hier ist die Kurbel dran und jetzt wird gehebelt, dass alles zu spät ist. So, jetzt nehme ich mal hier auch mal das hier mit. Was ist das denn hier? Fanart. Beziehungsweise nicht Fanart, sondern, tja, einfach Konzeptart. Obwohl das jetzt nicht so aussah, als würden wir dahin noch kommen. Vielleicht erzählt das eine Backstory von den Charakteren, von unserem Ritter. Wer weiß. So, mit diesem Eimer kann ich jetzt vollkommen in d'accord mit meinem Zen-Buddhismus. Moment, werde ich hier nochmal gucken. Das ist, jetzt verstehe ich. Das hier war das Zeichen für die Wissenschaftlerin. Ein Atomsymbol oder so. Also ein bisschen tatsächlich alt. Was machst du denn? Wieso wirfst du den weg? Nein. Kann ich den wieder mitnehmen? Ja, dankeschön. So. Das sind wahrscheinlich so, so Extras, die wir aufsammeln können, nach und nach. So, den Sicherungskasten, da müsste ich jetzt den hinstellen und zack, haben wir die große Batterie. Das ist schon mal super. Und wir laufen zurück bis... Beziehungsweise ist das eine Sicherung oder der Batterie? Ich weiß es gar nicht. Leerer Sicherungskasten, also war es eine Sicherung. Gut, aber jetzt können wir hier erstmal eine Cola für den buddhistischen Mönch holen. Post. Doch. Und hier, eine Wurst. So, auf. Jetzt geht's um die Wurst. Wir nehmen den Mönch mit. Und jetzt müssen wir vorbereiten. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch weiß von dem Spiel, tatsächlich. Danach wird alles neu. Ich weiß, hier muss ich mal das Ding hinwerfen. Grube mit Stacheln. So, zack. Lecker. Für den, für das Monster. Jetzt gehe ich nochmal zu dem Ritter, der nach oben steht. Und gehe mit dem ganz nach oben. So. Und jetzt kann ich hier auslösen. Dingeling. Und den Ritter auch. Ah, nein. Ah, jetzt habe ich hier den falschen Knopf gedrückt, natürlich. Wieso kann ich den nicht bewegen? Ich darf den nicht bewegen. Vielleicht mit dem... Sehr merkwürdig. Warum darf ich das nicht machen? Da war ich mir jetzt ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Komm, wir holen uns jetzt erstmal nochmal ein Würstchen. Nein, nicht nach oben. Ein Würstchen. Für den Mönch. So. Ich glaube, ich nehme ja gleich zwei Würstchen mit. Also, man kann natürlich nur mit dem Charakter jeweils ein Würstchen tragen, aber ich könnte mit der guten Lisbeth auch noch ein Würstchen mitnehmen und die auch noch dahin bewegen. Allerdings, eigentlich müsste ich das jetzt hinkriegen. So. Einmal bitte hier das Würstchen auf die Stacheln. So, und jetzt... Die Glocke betätigen. Und jetzt hier. Ihn betätigen. Mach mal deinen Hebel. Beweg ihn. Oh Mann, wieso willst du denn das nicht? Ich krieg die Krise, ey. Hebel und so.
Ach, die Sicherung ist natürlich nicht mehr drin. Ich trottel. Tja, da können wir nun lange warten. Das ist ja klar, dass dann der Hebel nicht funktioniert. Also, einmal ein Würstchen für den Mönch, für den Asketen. Das passt doch alles, sehr gut. Das Würstchen für den Asketen und die Sicherung für die Wissenschaftlerin. Und ich dachte, ich kenne das Rätsel. Verdammte Axt. Zack. Jetzt bloß ich die Glocke betätigen. Wir gehen zur Wissenschaftlerin und die nimmt jetzt schön hier die Sicherung raus. Und rennt wieder nach oben. Was haben die auch hier nur eine Sicherung drin? Das ist doch kein Wunder, dass keine Touristen kommen. Wenn hier alles auseinanderfällt. Aber irgendwas hat der Eingangsportier. Ich nenne ihn jetzt mal Louis. Weil er so ein bisschen französisch aussieht. Der Eingangsportier Louis hat ja irgendwie noch was geredet von wegen, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert ist. So, jetzt können wir hier mit dem Ritter den Hebel betätigen. Und mit ihm können wir die Glocke betätigen. Das machen wir auch direkt mal. Ding Dong! Und hier den Hebel und... Ja! Also, so schön animiert. Würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ich nehme das Brecheisen mit. Achso, nee, die Sicherung. Die Sicherung könnte natürlich auch sein, dass wir die nochmal gebrauchen können. Deshalb würde ich sagen, ich nehme den Ritter mal mit nach unten. Mit dem Brecheisen. So. Kunibert! Nein, nicht sterben! There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Da bin ich mal gespannt, ob wir später tatsächlich sterben können, wenn wir hier so Jump'n'Run-Rätsel machen. So, jetzt können wir hier weiter. Ich guck mal mit dem Ritter alleine vor, der ist ja als einziger bewaffnet. Oh, und hier, was ist das? Ah, der Mönch, ein Mönchszeichen. Da gucken wir uns doch mal direkt an, wie der so früher gelebt hat. Ah, da war mit Mr. Miyagi unterwegs und hat seine ersten Kung-Fu-Schritte gelernt. Ah, oh, ey. Controls. Und zack, da sind die anderen zwei. Aber ohne Sicherung. Dammit. Eine offene Höhle. Beziehungsweise, wir sind ja jetzt scheint schon in der Höhle, aber wir haben jetzt ein offenes, tja, was auch immer. Denn das, was da im Hintergrund rumhängt, so dieser schiefe Turm von Pisa und das UFO. Und was ist das da noch? So eine Raumkapsel mit einem... Mit einem Fallschirm oder so. Das sieht eher nach, tja, Amusement Park aus. Ich springe jetzt einfach mal, ne? Ja, Platsch. So. Gibt's hier unten eigentlich irgendwas? Nö. Oh, der trinkt schon, der Ritter. Kommen wir mal hier hin. Da hoch und hier hoch. Oh, oh. Was ist denn das für ein Zeichen? Flamme. Da kann man bestimmt auch irgendwas mitnehmen. Das mache ich mal mit der Wissenschaftlerin. Mit unserer guten Lisbeth trägt die Flamme der Hoffnung. Wie, willst du nicht? Ach Mann, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Sache, die du mitnehmen kannst. Oh, guckt euch an. Hier sieht es so aus, als müssten wir eine Explosion oder sowas hervorrufen. Auch dieses Schild sieht doch sehr danach aus. Was haben wir denn hier? Lauter weitere Schilder, die vor Explosionen... Naja, Kiste Dynamit, wer sagt's denn? So, dann nehmen wir uns mal eine mit. Das ist ja genau die richtige Aufgabe für die Wissenschaftlerin, hier mit Dynamit zu hantieren. Dies wird... Mach mir keine Schande jetzt hier. So, Achtung. Oh. Das war wohl nichts. Komm. Ja, und jetzt schnell. Hinlegen und lauf. Ah, die Wissenschaftlerin wieder, ne? Hat's einfach drauf. So. Skelette. Die haben zu viel von den leuchtenden Pilzen gegessen. Wenn ihr mal in der Höhle seid, keine leuchtenden Pilze essen. Nur so ein Rat von mir. Was ist denn hier los? Elvis? Verfluchte Gitarre. Die verfluchte Gitarre.
Das ist, glaube ich, hier für den Mönch was. Wir haben jetzt keinen Metaller dabei, so richtig. Ja. Double Fine haben ja übrigens auch Brutal Legend gemacht. Das, was der Kollege Hyuga gespielt hat, glaube ich, inzwischen. Bin mir gar nicht sicher, ob er es noch spielt. Ach, guck an. Da mit der verfluchten Gitarre wird der Mönch direkt reingelassen. Ich glaube, wir machen ein Benefizkonzert. Für die Tibeter. Das ist auch eine ganz üble Sache eigentlich. Mir gefällt das gar nicht, was da in Tibet so passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, sollen wir mal mit dem mit dem Ritter, mit der passenden Taucherausrüstung nochmal schwimmen gehen? Ich guck einfach mal, was hier so passiert. Oh, Schätze! Juwelenschädel! Soll ich das gute Brecheisen jetzt da lassen? Da bin ich mir ja gar nicht sicher, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich glaube, ich nehme mal kurz das Brecheisen nochmal und lege das mal dahin oder irgendwo hin, wo ich es vielleicht noch wiederfinden kann. Guck mal, da liegt ein Satellit unten drin. Ist ja Wahnsinn. So. Ich lasse das mal hier. Hier rechts hier. Sputnik oder was. Oder ein Grill mit langen, sehr langen Beinen. Ist ja gerade Sommer. Insofern ist die Grillzeit wieder angebrochen. Die Barbecue-Zeit. Und da hat jemand seinen Grill vergessen. Hoffentlich hat er die Kohlen rausgetan. So. Was wird das wohl sein hier mit diesem Totenschädel? Ich guck mal weiter. Türkontrollfeld. Das könnte doch die Wissenschaftlerin bestimmt machen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So. Mal gucken. Guck an! Sonderfähigkeit! Coolio! Nice. Jetzt können wir wahrscheinlich mit allen weitergehen. Hier. Ja, das ist super. Was können wir denn hier noch machen? Was ist denn jetzt, wenn der verdammte Mönch eigentlich seine Sonderfähigkeit... Was ist denn jetzt hier los? Schauspielpreis. Oh, ein Oscar. So, ich mach mal... Oh, schade. Ich dachte, er würde jetzt vielleicht mit seiner Gitarre spielen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. So, die Tür bleibt offen, obwohl keiner mehr auf den Paletten steht. Achso, der hat ja schon. Das heißt, die Einzige, die noch nichts hat, das ist die Wissenschaftlerin. Lisbeth, du bist gefragt. Auf geht's nach oben und nimm dir mal den Schauspielpreis entgegen. Du hast auch so eine heroische Pose, wenn du so, so stehst. So, der Schauspielpreis, beziehungsweise der Totenschädel und die verfluchte Gitarre, das sind vielleicht genau die drei Items, die oben unser guter, Louis braucht. Aufzugsknopf. Na. Guck an. Da werden wir wahrscheinlich direkt wieder zurückgebracht zu Louis. Dann gehen wir mal hier unser Konzert geben. Eine verfluchte Gitarre. Also wenn ich die mal eine verfluchte Gitarre in einem Shop finden würde, dann würde ich sie, glaube ich, auch kaufen. Juwelenschädel bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. So. Aufzugsknopf. Muss ich den jetzt schnell drücken. Und drauf. Yes. Aha. Das kennen wir ja. Hier waren wir schon mal. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir müssen noch weiter hoch, ne? Wenn ich mir jetzt nicht ganz verkehrt bin. Dann müssen wir noch weiter hoch. Und zwar an einem Seil. Genau. So, zack. Einarmig. Nicht schlecht, Kunibert. Das möchte ich mal von Lisbeth sehen gleich. Ist gar nicht so einfach, einarmig an dem Seil hochzugehen. Aber unsere Helden können das. Die können auch einarmig schwimmen. So. The Cave. Souvenirs. Mal gucken, was er sagt. Well, that's one trinket. A far cry from three trinkets. Ja, jetzt mal nur die Geduld hier. Wir haben noch andere Sachen in petto. Ah, trinket numero two. Numero two. Maybe I didn't pay attention during math class, but two is less than three. Die Dialoge sind einfach grandios. Voll das Gegenteil zu dem anderen Spiel, wo die Dialoge echt teilweise ziemlich erbärmlich sind. Bei Blades of Time. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one.
So, und jetzt machen wir die scheiß Tür auf hier. Oh, right. Sorry. Ein kleiner Knopfdruck. So, liebe Leute, so sieht's aus. Das ist The Cave und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Der Mönch begibt sich schon mal in Position, denn in der nächsten Folge werden wir die unendlichen Tiefen dieser Höhle erforschen. Und ich hoffe, ihr seid mit mir und mit dabei. Bis später. Tschüss.